Shalom, liebe Freunde, es freut mich, mit euch wieder zu treffen zu dürfen. Und wie jeder Mittwoch, unsere heiligen Schriften besser zu verstehen und durch dem unsere Leben heute 2022 besser zu überleben oder nein, einfach richtig, richtig leben. Wir werden langsam warten, bis der Herr Zuckerberg wird euch informieren, dass wir sind live und da werden wir sofort anfangen. Nochmal wie immer, danke für Ihr Vertrauen, dass Sie fast jeden Mittwoch mit uns sind. Super. Sie können schon mir ein Zeichen geben, ob man kann mir hören und sehen, ob alles funktioniert. Ich würde sehr, sehr dankbar sein. Man kann mir hören, sehen. Geben Sie mir ein Zeichen, bitte. Man kann hören. Ton ist gut, bitte eine Zeichen geben. Ja, okay, super, super. Man kann hören, man kann sehen, da können wir schon anfangen. Gut, man sagt, dass der liebe Gott weiß, Witze zu erzählen, was bedeutet. Und er mag immer Theaterstück zu produzieren. Die beste Beweis ist, dass er einfach die Welt produziert in einer Form, das gibt Männer und Frauen und er erwartet, dass sie sollen gemeinsam auch leben. Und es gibt nicht etwas mehr witzig, als wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen, die wollen eine Familie gründen und der Mann versteht überhaupt nicht, wie denkt eine Frau, wenn sie spricht, was meint sie überhaupt? Weil er spricht und denkt in einer Form, wie Männer denken. Und die Frau auch, hat keine Ahnung, also sie heiratet mit einem Mann, sie fängt an, eine Familie zu gründen, er denkt anders, er spricht anders. Und ich weiß nicht mehr. Aber Gott hat so die Welt produziert, er konnte anders produzieren. Ja, wie werden Kinder zur Welt kommen? Ja. Gott ist unbegrenzt, er konnte verschiedene Sachen produzieren. Trotzdem, er hat etwas Schönes produziert. Man sagt ein paar Witze, weiß ich. Man erzählt über einen jungen Mann, der kam zu seinem Vater und er hat seinem Vater gesagt, weißt du, ich bin jetzt schon eingestellt in Staatstheater und heute habe ich die erste, sag mal, erste Aufgabe erhalten. Was soll ich spielen? Sagt ihm, was ist deine Art? Also was musst du spielen? Sagt er, ein Titel von einem verheirateten Mann, ein Mann, der verheiratet ist. Das muss ich spielen. Sagt der Vater, oh, nicht so schlecht. Nächstes Mal, ich wünsche dir, dass bei dem anderen Theaterstück wirst du spielen etwas mit Text. Auch. Also man erzählt über einen Mann und eine Frau, die lebten so gut eine miteinander. Bei sie war perfekt, niemand streit einen miteinander. Kompromiss,
Frieden und alle waren, sagt man, neugierig, wie funktioniert das so gut bei See, weil bei viele andere ist nicht so einfach. Und bei See ist immer so Frieden, Ruhe und so weiter. So jemand kam zu ihm und sagte, weißt du, du musst mir deine Geheimnisse erzählen. Wie schaffen sie das, dass bei euch zu Hause ist, es gibt keinen Streit oder Missverständnisse und so weiter. Sagt der Mann, ich sage euch ehrlich, wenn ich meine Frau kennengelernt, dann sofort nach der Hochzeit haben wir angefangen zu streiten, wie jeder Ehepaar. Welchen Tisch sollen wir kaufen, welche Sofa und so weiter. Dann, wir haben bemerkt, dass so kann das nicht weitergehen. Dann haben wir gesagt, wir verteilen die Aufgabe zu Hause. Jeder eine ist zuständig für eine andere Aufgabe. Ich, der Mann, ich bin zuständig über die große Sache. Und meine Frau ist zuständig für die kleine Sache. Und sie nimmt Entscheidung über die kleine und ich nehme Entscheidung über die große Sache. Fragt der Mann, der sein Freund, was bedeutet große Sachen und kleine Sachen? Sagt der Mann, ganz einfach. Ich nehme die Entscheidung, welche Mannschaft in der Fußball-Champion wird gewinnen. Wann werden die Israelis Iran attackieren? Was wird sein jetzt zwischen Russland und Ukraine? So, das ist mein Bereich. Ich nehme die Entscheidungen. Dollar gegen die Euro und so weiter. Meine Frau ist zuständig für die andere kleine Sachen. Also, wo werden wir wohnen? Welche Arbeit soll ich suchen? Wie viele Kinder sollen wir haben? Was sollen wir essen? Das sind kleine Sachen und meine Frau ist zuständig für die. Ja, und ehrlich zu sagen, wissen Sie, eine kluge Mann hat mir einmal gesagt, die Basis für eine gute Ehe leben ist, dass sie wissen, dass sie werden nie zusammen einverstanden sein. Aber das ist nur, die realistische Theorie sagt, du musst verstehen, dass ein Mann kann nie 100% seine Frau verstehen, weil er denkt überhaupt nicht so wie eine Frau. Und eine Frau kann nie 100% verstehen ihren Mann, weil sie denkt nicht wie ein Mann. Schlussfertig. Aber wir wollen zusammen leben. Wir wollen doch in Frieden leben. Wir wollen nicht sagen, ja, okay, wir leben jetzt gemeinsam für die nächsten 50 Jahre und wir werden nie zusammen einfach sagen, das geht nicht. Und jeder eine, die wichtige Thema, die wichtige Frage, was jeder eine fragt und viele haben Bücher über dem geschrieben, wie kann man, sagen wir so, Kritik an der andere geben, ohne dass er wird sofort verletzt sein oder sofort wie ein Band zeigen. Und ehrlich, von meiner Erfahrung, wenn ich habe Vorträge gehalten und ich habe mit Ehepaaren gesprochen, und ich habe sie gefragt, sagen Sie mir, welche Thema brauchen Sie meine Hilfe? Also, in welchem Bereich möchten Sie einen Rat von mir? Fast alle sagen mir immer, erklärst du mir, Herr Rabbiner, wie kann ich meine Frau eine Kritik geben, ohne soll sofort ein Streit sein? Und so auch die Frau sagt, wie kann ich meinem Mann sagen, etwas soll er besser werden, ohne soll sofort eine Streit sein. Also, es ist nicht nur zwischen Mann und Frau, es ist auch zwischen Eltern mit Kindern und so weiter. Bei gläubigen Menschen ist sehr, sehr wichtig, weil Kritik an der anderen zu geben, ist nicht nur eine Option. Es eine Mitzvah, ist ein Befehl von der Tora. Nicht nur, dass die Rabbiner es haben geschrieben. Die Tora schreibt sehr, sehr deutlich im dritten Buch Moses. Und wir sagen immer, genau wie es gibt einen Befehl, eine Mitzvah, Tfilin jeden Tag zu legen oder Shabbat, dann, wenn du siehst, jemand, der etwas falsch macht, musst du ihm doch sagen, warum machst du so? Und egal, ob das sind soziale Missverständnisse oder bei Tora Missverständnisse, was gibt es zwischen, du siehst, jemand macht einen Verstoß gegen Gott, und wir müssen
Die Tora schreibt deutlich im dritten Buch Moses, du sollst der andere sagen, wenn du siehst, dass er eine Sünde macht. Aber die Frage, wie machen wir das? Ja, und ehrlich zu sagen, der Talmud schreibt in Traktat Erchin, Seite 16, dass diese Mitzwa, Kritik zu geben an der andere, ist eine Mitzwa, was sehr, sehr schwer richtig zu erfüllen. Der Talmud schreibt, wenn jemand wird mir sagen, zum Beispiel, wenn ich werde zu jemand sagen, ja, wie hast du so und so getan, ist es doch ein Verstoß gegen Gott. Sagt Rabbi Tarfon, der andere wird dir sagen, hallo. Er sagt es in einer anderen Satz, sehr schön, er schreibt es. Wenn der Mensch wird zu jemand anders kommen und sagt ihm, nehmen Sie die Zahnstocher raus von deine Zähne. Das bedeutet, Zahnstocher von deine Zähne bedeutet, du hast eine kleine Sünde gemacht. Bitte aufpassen Sie, bitte. Sehr interessanter Satz. Er sagt so, wenn jemand wird jemand anders sagen, nehmen Sie den Zahnstocher raus von deinem Mund, von deine Zähne. Dann der andere wird ihm sagen, hallo, wieso sprichst du gegen mich? Hallo, nehmen Sie weg dem großen Holz, was liegt zwischen deinen Augen. Das bedeutet, hallo, du gibst mir eine Kritik über eine kleine Sünde, was ich habe getan. Du hast doch viele andere schöne Sünde und bitte halten Sie deinen Mund zu. Ja, so, aber die Frage ist, natürlich wir wollen doch, dass die Menschen dann zusammen arbeiten. Und warum spreche ich über dem heute? Nicht nur, weil es heute heiß und heute sollen sie niemand Kritik geben. Heute hier in Karlsruhe ist 35, morgen 38, Frankfurt ist jemand geschrieben, hört sich schon. Dann, wenn es ist heiß, ich empfehle Ihnen nie jemand eine Kritik zu geben. Ja? Nur wenn Sie sind unter Klimaanlage. Auf jeden Fall, nicht wegen dem spreche ich heute. Ich spreche über dem, weil am Samstag werden wir anfangen, das fünfte Buch Moses. Chumash Devarim, und du liest das, sofort kommen Texte, das sind Texte, was Moshe fängt an, wie sagt man, er möchte Abschied nehmen von seinem Volk, weil er weiß, dass bald stirbt er, und fängt er an zu wiederholen die ganze Historie, was er hat mit 40 Jahren überlebt. Und er nennt Wörter des Vorwurfs. Moschee nennt Worte des Vorwurfs, aber sehr, sehr, sehr scharf. Also 40 Jahre hatte er nie solche Texte. Solche Texte haben nie von seinem Mund rausgekommen. Normalerweise, wissen Sie, wenn jemand nimmt Abschied von seiner Familie, wenn er weiß, dass er bald stirbt, man spricht nur über schöne Sachen, nicht über die Sachen, was wir sind anders. Hier, Moshe fängt an zu nennen so scharfe Wörter. Was ist das? Frage Nummer zwei. Wenn du denkst, Moshe, es ist auch richtig, Kritikwörter zu sagen, so, ein Moment. Warum hast du 40 Jahre gewartet? Er nennt Sünde, was die Juden haben getan, 38 Jahre zurück. So, ein Moment. Wenn Sie möchten Wörter des Vorwurfs geben, dann sagen Sie das sofort. Warum haben Sie das in Ihrem Bauch 38 Jahre gehalten? Und es ist richtig, dass Moshe war der große Freund von Volk Israel. Und er sah, dass sie haben große Sünde getan mit dem goldenen Kalb, mit den 12 Kundschafters. Die waren bei den Menschen in der Wüste, die waren dieser Charakter von Undankbarkeit, war extrem Katastrophe. Und er sagt nichts. Sein Mund bleibt zu. Nur jetzt, im 5. Buch Moses, Kapitel 1, fängt an, Moschee zu sagen, dies sind die Reden, die geredet Moschee zu ganz Israel. Die Seite des Jordan in die Wüste, in die Ebene,
Suf gegenüber bedeutet ein rotes Meer. Zwischen Paran und zwischen Tofel und Laban und Hazarot und die Sahab. Also er nennt diesen Gewörter, was Moshe sagte, und er nennt Namen von verschiedenen Orten. Was möchte er da sagen? Es waren nicht nur geografische Zeichens. Rashi, der Kommentar von der Tora, und er bringt es von der Talmud. Er hat genannt, wir waren in der Wüste. Er hat nur den Namen Wüste genannt, aber er möchte die Leute einen Hinweis geben, ja, wissen Sie, was war in der Wüste? Sie haben Kritik geführt gegen Gott, weil sie haben gesagt, wir haben kein Essen, Gott möchte, sollen wir hier sterben. Und dann Gott, danach hat Manna geschickt, ja. Er nannte den Namen Arava. Dieser Ort ist nicht nur, weil er möchte geografische Ort nennen. Arava, dorthin haben Volk Israel mit den Töchtern von Midian Sünde getan. Gegenüber Suf, also beim Rotes Meer, was war dorthin? Weil vor Gott hat sie das Rotes Meer geöffnet, sie haben doch eine Kritik gegen Gott geführt. Sie haben gesagt, ah, sie haben nur rausgenommen aus Ägypten und sie möchten ihn töten hier in die Wüste. Sie haben, so die Juden dorthin haben gesagt, ja Gott, lieber Gott, es gibt nicht genug Gräber in Ägypten, dass du hast uns rausgenommen, um hier zu töten. Also warum hast du das getan? Oder das noch eine Sünde. Jetzt kommt noch eine Sünde. Moschee nennt jetzt im 5. Buch Moses Paran und Tofel. Was war dorthin? Die haben auch eine Kritik gegen diese Essen der Mana, was sie haben, was Gott hat sie geschickt. Sie haben gesagt, oh, Moshe, diese Mana hat nur eine weiße Farbe, es hat keinen Geschmack und so und so und so weiter. Chazerot ist auch nicht nur ein geografischer Name. Chazerot, dorthin war die Streit zwischen Korach mit seiner Gemeinde gegenüber Moshe und Aharon. Dieser Hab ist noch einmal, ist nicht nur ein geografischer Name, ein geografischer Ort ist einfach, Sahav ist Gold und Gold ist Gott. Moschee wollte sie erinnern über die Sünde von dem goldenen Kalb. Das bedeutet, die Tora sagt, Moschee hat 5, 6 mehr Orte genannt, aber er wollte sie sagen, erinnern sie, was war dorthin. So, die Frage ist, ein Moment, jetzt ist der Zeit. Vor Moshe nimmt Abschied vom Volk Israel, vor er stirbt, jetzt musst du alles auf den Tisch bringen. Und speziell, die Generation, was Moshe spricht mit sie jetzt, ist überhaupt die neue Generation. Die sind nicht die Menschen, die diese Sünde getan haben. Die Generation, die haben Klage geführt, bei Rotes Meer, mit dem Manna, mit dem goldenen Kalb, mit Korach, mit seiner Gemeinde, die sind alle schon tot. Die sind alle schon gestorben. So, Moshe gibt Wörter des Vorwurfs im Prinzip die falschen Menschen. Sie sind die neue Generation. Also die Söhne von den Menschen, die haben die Sünde geführt. Aber ein Moment, was willst du von den Leuten? Speziell, genau wie wir haben früher gefragt. Ein Moment, wo war Moshe die ganze Zeit? Warum hat er seinen Mund zugehalten und nichts gesagt? Die Antwort, warum Moshe hat die ganze Zeit, 38, 39 Jahre, nichts gesagt, es hat einen sehr richtigen Grund. Weil die Mitzwa, Kritik zu geben, wenn du siehst, dass jemand macht eine Sünde, ist ein deutlich gesagt, ist ein deutlicher Mitzwa in die Tora. Die Tora schreibt im 3. Buch Moses, Kapitel 19, Vers 17, du sollst deine Brüder nicht hassen in deinem Herz. Okay. Und da kommt eine Mitzwa, ein Befehl. Zu Rede stellen sollst du deinen Nächsten.
dass du nicht sein entwegen Sünde tragest. Bedeutet, du musst, sagt die Tora, du musst zur Rede stellen, sollst du deine Nächsten. Du, wenn du siehst jemand, der eine Sünde macht, du sollst ihm sagen, warum machst du das? Und wie gesagt, nicht nur zwischen Gott, wenn jemand macht eine Sünde gegenüber Gott, sondern auch zwischen Menschen. Bedeutet, du darfst nie sagen, okay, ich mische nicht drin, ich sehe, dass die Kinder von den Nachbarn machen, die legen Schmutz auf die Straße, ist mir egal, ist nicht meine Business. Viele Menschen halten ihre Augen zu, ja. Sag doch, na, du darfst das nicht. Du musst irgendwo gehen und jemand sagen. Jetzt nur die Frage, wie? Okay, das ist etwas anderes, nicht sofort schimpfen. Aber doch, warum? Warum sagt die Tora, du musst sagen, du musst die Kritik an der andere geben? Nummer eins, es gibt einen sehr sozialischen Grund. Zorn, hören Sie gut, Zorn am Ende wechselt zu einem Hass. Die Zorn von heute, wenn du hast Ärger heute über jemand, wenn du willst das nicht sofort erledigen und einen Kompromiss finden, egal was, am Ende wird das zu einem Streit wechseln, was wirst du das nicht beenden können. Und wenn wir sprechen, die alte Generationen dorthin waren die Menschen mehr mit diesem Charakter von zurückhalten. Was sollen wir, wo wir unsere Generation sprechen? Unsere Generation ist eher der Mensch, ist sehr individualisch, sehr empfindlich und so. Also natürlich, heute darfst du nicht in deinem Herz deine Ärger halten, weil die Ärger und die Zorn werden am Ende zu einem großen Streit sein. Ja, davor, zum Beispiel, ich habe mit meiner Frau das erledigt, dass jeden Abend, vor wir schlafen gehen, wir sprechen über die Fehler, was vielleicht ich habe gegenüber sie getan oder sie hat. Wir sind Menschen, ja, wir machen Fehler manchmal. Weil wenn du erzählst deine Frau nicht, wenn du siehst, dass sie etwas falsch gemacht und du erzählst sie das nicht, dann weiß sie nicht, dass sie hat einen Fehler gemacht. Und langsam, langsam, die Ärger, was bei dir wohnt in deinem Herz und die Zorn, wird am Ende wechseln zu einem so scharfen Streit, zu einem solchen Hass, was wird sehr, sehr schwer, genug Wasser zu finden, das zu löschen. Und die Frage ist, ein Moment, wenn das ist richtig so, und ich empfehle euch, wenn Sie sehen, jemand, der gegen euch, das einen Fehler macht, erledigen Sie das sehr, sehr, sehr schnell, weil wenn Sie werden ihm nichts machen, nichts sagen und das wird in Ihrem Herz bleiben mit der Zeit, die Feuer wird größer, größer, größer und größer sein. Sie müssen das schnell erledigen. Man muss noch aufpassen, wie das zu sagen. Und wenn das ist so richtig und so logisch, ich glaube, jeder eine von euch ist einverstanden, so warum Moshe hat das nicht getan? Moshe, unser Prophet, 38, 39 Jahre hat er seinen Mund zugehalten. Er hat nichts gesagt. So meine Rabbi, Rabbi Nachshon Herzog, der hat 1994 gestorben. Er sagte so, schauen Sie einen Satz, ein paar Sätze weiter. In Kapitel 1, aber Vers 4. Moses sprach zum Volk Israel, nachdem dass er hat einen Sieg erhalten gegenüber Sichon, der König von Emori. Sagt der Talmud, also Rashi bringt das. Moshe sagte, wenn ich werde sie eine Kritik geben, vor die kommen in Land Israel, die werden sagen, was will er von uns? Wieso hat er recht, er und was zu sagen, er liebt uns überhaupt nicht. Aber und die werden sagen, ja klar, er sucht Kritik, weil er hat keine Kraft, uns auch in Land Kanaan, Land Israel reinzubringen. Davor er hat erwartet, bis er hat einen Sieg erhalten, bis er hat besiegt die alle Völker, die rund Land Kanaan wohnten. Also Joshua, sein Nachfolger, hat den Krieg weitergeführt gegen alle, die in Land Israel wohnten.
Aber Moshe hat alles vorbereitet bis Land Kanaan, bis Land Israel. Und er hat viele Kriege geführt und er hat alles, er hat alle besiegt. Bedeutet, und nur dann hat er die Zeit gefunden, dann hat er auch die Zeit gefunden, dass er hat Recht, sie etwas zu sagen. Was bedeutet? Sie, wie genau wir haben früher gesagt, die schwerste Sache, was wir Menschen können haben, ist, Ärger oder Zorn in unser Herz zu halten. Wenn wir sehen, eine gute Freundin von uns, eine von unserer Familie, ein Mann, eine Frau, der macht eine Sünde oder nicht nur eine Sünde zwischen die, der Mensch mit Gott, der, eine Sünde zwischen er mit Mensch bedeutet, er verletzt sich selbst. Und unser Herz, weil wir lieben ihn, wir sprechen nicht über Menschen, die wir hassen. Es ist auch nicht richtig zu hassen Menschen. Und sagen wir, fremde Menschen ist dir egal. Aber Menschen von deinem Familienkreis, Angehörige, du liebst sie. Und du siehst, dass sie machen Fehler. Die verletzen sich selbst in verschiedene Bereiche. Und dein Herz sagt, ich muss ihm sagen etwas. Ich muss ihm zurück zum richtigen Ort bringen. Aber da sagt uns Moshe, nicht immer ist das richtig. Moshe hat fast 40 Jahre gewartet. Er hat sie nichts gesagt, egal ob auf sein Herz war. Viel mit der Geschichte mit der goldenen Kalb, mit der Geschichte Streit und mit Korach und seine ganze Gemeinde, mit dem Mana und so weiter. Weil Moshe hat sie nichts gesagt, weil Moshe wusste die Geheimnisse der Kritik. Kritik gibt man nur von Liebe. Du kannst nie jemand Kritik geben, vor sie haben eine, kann man so sagen, eine Infrastruktur organisiert oder gebaut, vor sie geben diese Kritik. Du kannst nie zu einem Mensch kommen und eine harte Wort sagen, vor sie haben ihm überzeugen, dass du liebst ihn und du kommst nur für seinen Erfolg. Du darfst nie zu jemandem kommen. Hören Sie gut, bitte. Weil ich will, sollen Sie vermeiden, Streiten bei Ihrer Familie zu haben. Wenn Sie sehen jemanden von Ihrer Familie, der einen Fehler macht, auch wenn Sie lieben ihn, es reicht nicht. Sie müssen bei ihm schaffen, die Gefühl, jemand sagt, ja, aber ich liebe ihn. Nein, 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 nein. Der andere muss das auch kapieren. Es reicht nicht, was du denkst. Du musst ihm überzeugen, dass du liebst ihn. Du musst eine Infrastruktur organisieren und du willst ihm nur Erfolg. Nur dann kannst du ihm das sagen. 40 Jahre, die Menschen, Volk Israel, waren in der Wüste. Die waren bitter und wütend. Also, die haben Ägypten verlassen, die haben sich selbst nicht gut gefunden in diese große Wüste. Und die waren, sagen wir so ehrlich, bitter über diese radikalische Änderung in ihrem Leben. Und danach, speziell das später, hat man sie gesagt, dass 40 Jahre werden sie jetzt in die Wüste bleiben und sie werden alle da sterben. Nur die neue Generation wird in Land Israel reinkommen. So, diese ganze Generation musste in die Wüste sterben. Zu dieser Generation hat Moshe verstanden, dass er kann sie kein Kritik geben. Diese Generation, der stirbt jetzt in die Wüste, in die Zeit von 38, 39 Jahre, er darf sie keine Kritik geben. Er kann, okay, aber das wird nichts bringen. Warum? Weil er hat verstanden, Moshe hat verstanden, dass er konnte sie nicht überzeugen, dass er liebt sie mit ganzem Herzen. Also Moshe liebt sie, das ist klar. Moshe war ein großer Freund vom Volk Israel. Aber bei Moshe war klar, dass er kann nicht die andere überzeugen, dass er liebt sie. Weil die sterben hier. Sie wissen, dass Moshe bringt sie nicht in Land Israel. Davor Moses hat 40 Jahre gewartet, bis er hat besiegt alle anderen Könige, die rund Land Kanaan sitzen.
Und er, wir kommen schon auf die Grenze. Okay, später wird nur Joshua sie weiterführen. Und je, die Juden stehen auf der Grenze von Land Israel und Moschee versteht, dass jeder Mensch, jeder Jude denkt schon über seine Grundstücke in Land Kanaan. Dann Moschee hat gesagt, jetzt kann ich Kritik führen. Die erste Generation kann er sie nichts sagen. Die neue Generation kann er sie sagen. Nicht, weil er denkt, dass sie haben diese Sünde getan. Die haben diese Sünde nicht getan. Aber er wollte sie sagen, wissen Sie, wie schnell kann man runterfallen? Also sie sind nicht schuld, ja klar. Aber schauen Sie über Ihre Älteren, wie schnell kann man runterfallen? Wir müssen das besser verstehen. Also was ist die große Problem mit Kritik? Warum Menschen mögen keine Kritik hören? Warum, wenn ich sage jemand, ja, warum hast du so und so getan und sofort fängt an eine Streit und eine Krieg, der andere sagt, ja, du sagst mir so, du hast doch auch so genauso, du bist auch so schlimm und so und so und so. Es gibt drei Gründe, warum Menschen mögen keine Kritik hören. Drei Gründe. Eine ist einfach, Kritik ist eine Bedrohung auf die Persönlichkeit von der anderen. Bedeutet, wenn ich gebe Kritik jemand anders, wenn ich spreche mit meiner Frau zum Beispiel, und ich gebe Kritik, der Mensch, zum Beispiel, wenn eine Frau sagt Kritik ihrem Mann auf die kleine Sache, was hört der Mann da? Du hast die, sagen wir so, die Frau sagt ihrem Mann, du hast die Teller nicht gewaschen, das alles ist in die Spülbecke geblieben. Was hört der Mann da? Du bist null, du bist nix. Schade, dass habe ich meine Mutter nicht gefolgt. Meine Mutter hat mir schon vor der Hochzeit gesagt, du sollst mit ihm nicht heiraten, weil er ist null. Das hört der Mann. Die Frau hat das überhaupt nicht gesagt. Sie hat das auch nicht gemeint. Aber das hört der Mann. Eine Kritik bringt eine Bedrohung auf der Mann. Und dann auf der andere, der Mann, das ist sogar auch gegenüber sein, der Frau, wenn der Mann sagt, der Frau. Und dann automat, der Mensch, zum Beispiel hier, der Mann möchte verteidigen. Er möchte seinen Bereich verteidigen und wie bei jeder Bedrohung. Wenn eine Bedrohung kommt, was macht man? Attackiert man zurück. So ist das. So, wenn sie geben, wenn die Frau sagt eine Kritik zu ihrem Mann, das läuft hier neben seinen Ohren. Das kommt überhaupt nicht drin. Er hört das nicht. Das ist der erste Grund, warum Menschen mögen keine Kritik hören. Weil Kritik ist normalerweise eine Bedrohung über seine Persönlichkeit. Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei. Kritik ist im Prinzip nicht nur Kritik. Das ist wie, ich sage dir, du musst dich ändern. Und meisten von den Menschen haben keine Lust, ihre Gewohnheiten, ihre Leben zu ändern. Das ist sehr, eine von den schwierigsten Sachen, was wir Menschen erleben, ist einfach unsere Komfortzone zu verlassen und kämpfen gegen unsere Gewohnheiten. Und meisten von den Menschen haben keine Lust, das zu machen. So, vielleicht der Mann wird die Kritik hören, aber das wird hier bleiben. Gegenüber, weil es gibt, kommt eine Mauer. Die Mauer ist der, der sagt, ich möchte nicht meine Gewohnheiten ändern. So, Grund Nummer zwei ist, Kritik ist problematisch, weil unter die Wörter von Kritik ist, man erwartet von dir sollst du deine Gewohnheiten ändern. Grund Nummer drei, warum Kritik ist sehr problematisch. Weil, ich würde sagen, Kritik ist vielleicht auch nicht so fair. Was bedeutet nicht fair? Der Mann hat etwas falsch gemacht. Weil wenn die Frau zum Beispiel sagt ihrem Mann, du hast die Teller nicht gewascht oder du hast die Wohnung so verlassen, ohne Ordnung zu bringen. Der Mann sagt seine Frau, unter welcher Recht haben sie
Wieso haben Sie dem Recht, mir zu kommen, zu sagen, dass ich muss meine Gewohnheiten ändern? Du hast mir doch 5 Jahre zurück oder 10 Jahre zurück gut erkannt. Und Sie wussten genau, wer bin ich. So, warum springen Sie jetzt? Warum fordern von Sie, von mir, soll ich meine Gewohnheiten ändern? Es ist nicht, dass der Mann hat etwas, eine große Sünde getan. Es sind Gewohnheiten, was die Frau hat ihn kennengelernt. So war das. Speziell in vielen Fällen, Menschen nehmen einen Partner oder eine Partnerin und hören sie kurz. Ich habe das viel gesehen und ich kann das nicht gut erklären, aber so sehe ich das. Viele Männer entscheiden, eine Partnerin zu nehmen, genau wegen dieselben Gründen, was jetzt haben sie mit dem ein Problem. Das, was sie, die Kritik, was sie führen jetzt, über eine Tat, was ich mache, das ist der Grund, warum haben sie 5 oder 10 Jahre zurück mit mir geheiratet. Es gibt so eine Sache, die sagt, dass Menschen trennen sich eine voneinander, aus dieselben Gründen, was die Gründe haben, Menschen zusammengebracht zu heiraten. Dieselbe Gründe, was haben Menschen zusammengebracht zu heiraten, dieselbe Gründe manchmal bringen die Menschen, trennen zu lassen, eine voneinander. Was bedeutet? Weil am Anfang Menschen lieben einander, weil er ist anders als ich. Viele Menschen heiraten nicht, weil sie haben einen Mensch gefunden, der genau gleich wie er ist. Weil er ist anders. Zum Beispiel, eine ist introvertiert, der andere extrovertiert. Ja? So, eine ist introvertiert, der andere ist extrovertiert. Und die mögen einander, weil eine sagt, ich werde so sein und du bist anders. Oder eine mag zu geben und der andere mag zu bekommen. So, der Mann zum Beispiel, er mag zu geben und die Frau mag zu erhalten. Perfekt. Eine Match. Die Frau sagt, perfekt, er gibt mir viele Geschenke. Oder umgekehrt, wenn eine Frau mag viel zu geben und der Mann mag viel zu erhalten, dann passen sie sehr, sehr gut. Aber dieser Kontrast ist sehr schön am Anfang, wenn kommen viele Geschenke, der Mann an der Frau. Aber mit der Zeit, mit dem stressigen Leben, was wir Menschen haben, es kommt als Problem. Ein Moment, ich bin der Einzige, der zu Hause gibt und du bist der Einzige, der nur nimmt. Darum kannst du nicht so sein. Der Mann sagt, was willst du? Oder die Frau sagt, was willst du? So haben wir einander kennengelernt. Oder warum bist du so extrovertiert? So hast du mich kennengelernt. Und das war dir perfekt, weil du bist introvertiert und ich bin anders. Und wir haben gedacht, es geht gut, sehr schön zusammen. Aber jetzt, nach vielen Jahren, das fängt an, ein Problem zu sein. Und viele Menschen heiraten nicht, weil die dieselbe Charakter haben, umgekehrt, weil sie haben einen anderen Charakter. Und der Mann sagt, ja, gut, ich bin zu Hause mit diesem Charakter, sie ist zu Hause mit anderen Charakter und zusammen, boom, perfekt. Am Anfang ist das gut. Mit der Zeit, sagt die Frau, einen Moment, bei mir zu Hause war alles in Ordnung und hier zu Hause mit ihm ist alles ein Chaos. So, am Anfang vielleicht war bei sie in Ordnung, weil sie war sehr zufrieden von anderen guten Charakter, die er hatte. Und gesagt, ja, ist kein Problem, ich werde zu Hause immer Ordnung machen und er wird zuständig für andere Sachen sein. Okay, am Anfang ist das gut, aber später fängt dann nicht so gut zu sein. Und sie kommt, und die Frau kommt mit Kritik zu ihm und er sagt, ein Moment, was willst du von mir? So haben wir einander kennengelernt. So, was willst du von mir? So, 3 Gründe, warum Menschen haben ein Problem, Kritik zu hören. Nummer 1, weil das ist eine Bedrohung über seine Persönlichkeit. Nummer 1,
bedrohen über seine Persönlichkeit. Nummer zwei, weil Kritik bedeutet, dass ich erwarte, dass du sollst deine Gewohnheiten ändern. Und Nummer drei, ist einfach nicht fair, deine Kritik. Du hast mir kennengelernt. So, was willst du? Und da kommt zu uns der Tor, Moschee, und sagt uns, einen Moment, wenn Sie möchten Kritik geben, Sie müssen erst, wie gesagt, eine Infrastruktur bauen von Liebe und Ehre. Nur dann, wenn Sie haben das gebaut, dann hat der andere das Gefühl, dass die Kritik, was Sie gehen jetzt ihm zu sagen, kommt nur von Liebe an ihm. Und so, wenn der andere hat dieses Gefühl, wie gesagt, es reicht nicht, dass du hast solche Gefühle. Du musst diese Infrastruktur bei ihm bauen. Du sollst ihm überzeugen, dass du liebst ihn. Und dann hat er, dann wird er keine Bedrohung fühlen. Dann nur Grund Nummer eins ist weg. Warum? Er hat kein Bedrohungsgefühl, weil du liebst ihn. Er glaubt in dem. Nummer zwei. Okay, Sie möchten, soll ich meine Gewohnheiten ändern? Ja, aber ist nicht so schlimm, weil du liebst mir. Dann haben Menschen wenige Probleme mit dir. Verstehen Sie? So, nochmal, wenn Sie bauen diese Infrastruktur von Liebe und Ehre an der andere, dann hat er keine Bedrohung um seine Persönlichkeit und dann hat er auch kein Problem. Also, es ist nicht einfach, Gewohnheiten zu ändern. Klar, davor, wir haben früher gesagt, das ist ein Problem. Davor, das ist die Grund Nummer zwei, warum Menschen haben ein Problem, Kritik zu hören. Aber wenn das kommt von jemandem, der liebt ihn, er liebt ihn so und nur erwartet er, dann Menschen akzeptieren das. Ja? Es gibt Situationen, du kannst keine Kritik geben, weil der andere ist nicht bereit, das zu hören. Dann, liebe Beste, sollst du nichts sagen. Lieber besser nichts sagen als sagen und er wird das nicht hören. Ich habe gehört eine sehr schöne Geschichte, eine erste Geschichte. Man erzählt über den dritten Rabbi von Wisnitsch, nennt man ihn die Balaavat Israel. Der war sehr, hat immer gedacht über seine Schüler, über seine Chassidim mit ihren Familien. Und einmal kam er zu Besuch, es muss eine Geschichte mehr als 100 Jahre alt. Der kam einmal zum Haus von einer Jude in seine Stadt. Er war ein reicher Jude. Der war nicht so religiös, aber traditionell so. Ja. Und er war der Leiter von der also von der Bankfiliale in dieser Stadt. So war der Leiter. Der Rabbiner klopft auf die Tür. So, egal, ob er dieser reiche Mensch war, nicht so religiös, aber Ehre werde er geben. Dann hat er die Tür geöffnet. Und er hat ihm eingeladen zu ihm nach Hause und er hat ihm gezeigt, wo soll er im Wohnzimmer sitzen. Er sitzt auf dem Sofa. Der Rabbi sitzt ein paar Minuten und der Rabbi sagt nichts, nichts einfach. Und danach, nach ein paar 5, 6 Minuten, der Rabbi hat aufgestanden und wollte von ihm abschieden und Tschüss sagen. Auf Wiedersehen. Der reiche Mensch hat nicht verstanden, was war da los. Der Rabbi kam zu ihm. Ja, er hat auf seine Tür ge geklopft. Er sitzt bei ihm 5 oder 6 Minuten und er geht weg, ohne nichts zu sagen. Fragte der Rabbi, Herr Rabbi, erklärst du mir, warum hast du überhaupt hier gekommen? Sagte ihm, ich wollte eine Mitzwa, ein Gebot, einen Befehl erfüllen. Sagte ihm, welche Mitzwa, welche Gebot? Sagte ihm, es gibt eine Mitzwa, die Rabbiner haben das geschrieben, die Rabbiner haben so geschrieben, der Talmud. Die Rabbiner sagen so, genau wie es gibt eine Mitzwa, Kritik zu geben oder zu sagen, Menschen, die sollen ihre Gewohnheiten ändern, genau so ist eine Mitzwa zu sagen, genauso ist eine Mitzwa, nichts zu sagen, wenn du weißt, dass der andere wird dich nicht hören. So, die Rabbiner sagen so, genau wie es eine Mitzwa zu sagen, Sachen, was man muss. Genauso ist ein Gebot, nichts zu sagen, wenn niemand wir das auch hören. Und der Rabbi hat ihm gesagt,
Ich wollte von dir etwas verlangen, aber ich wusste, dass du wirst das nicht erfüllen können oder du wirst nicht erfüllen müssen. Davor habe ich das nichts gesagt, davor habe ich nichts gesagt und mit dem habe ich die Mitzwa erfüllt. So, der reiche Mensch war mal mehr neugierig. Der reiche Mensch hat ihm gesagt: Herr Rabbi, wieso wissen Sie, dass ich werde nicht erfüllen Ihren Wunsch? Und davor haben Sie nichts gesagt. Sag ihm, Rabbi, ich weiß, ich bin 100% sicher, dass du wirst meine Wünsche nicht erfüllen. Und der Rabbi hat ihm gesagt: Nein, und nein, Entschuldigung, der reiche Mensch sagt der Rabbi wieder: Nein, 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 bitte sag, vielleicht. Und dann der Rabbi hat ihm gesagt: So, es gibt eine Witwe hier in dieser Stadt, eine arme Witwe. Und ihr Mann hat früher ein Haus gekauft, sie haben Kredit von Bank, also Hypothek genommen. Und jetzt ihr Mann ist gestorben und es gibt schon eine gewisse Zeit, dass sie hat aufgehört, ihre Schulden zu bezahlen, weil sie hat kein Geld. Und jetzt die Bank, wie der Bank macht manchmal, will sie rausschmeißen und die Wohnung verkaufen. Sagt ihm der Rabbi, was wird jetzt sein? Diese arme Witwe mit den weißen Kindern, die werden jetzt auf der Straße wohnen. Ich bitte dir, sollst du vergeben ihre Schulden? So der reiche Mensch hat gesagt: Herr Rabbi, vielleicht bist du ein Rabbi, aber vielleicht bist du ein Rabbi und du studierst Tora, aber die Schulden, was diese Dame hat, ist nicht gegenüber mich, ist gegenüber der Bank. Also was bedeutet, ich kann vergeben über ihre Schuld? So, der Rabbi hat ihm gesagt: Nun habe ich dir doch gesagt früher, dass du wirst nicht hören können. Davor wollte ich dir auch nicht sagen. Und schade, dass ich mit dir gesprochen habe. Und der Rabbi hat den Ort verlassen. Nachdem das der Rabbi hat den Ort verlassen, der reiche Mensch hat angefangen zu denken. Und er nahm die Entscheidung, die Schulden von dieser alten Witwe, diese arme Witwe, von seiner eigenen Tasche zu bezahlen. Ja? Das bedeutet, weil er hat, der Rabbi wusste, es gibt Sachen, was du kannst sagen, es gibt Sachen, was du kannst nicht sagen. Oder, und wenn du kannst nicht sagen, dann lieber sagen sie das nicht, weil das bringt nichts, du wirst nur Feuer bringen. Oder es gibt, ich habe ein paar Mal die Geschichte erzählt wann war das? Es war der vierte Rabbi von Chabad, er war der Rabbi, Rabbiner Schmuel. Rabbi Shmuel, und er hatte zwei Söhne. Der zweite Sohn ist am Ende der fünfte Rabbi von Chabad geworden. Und der große war 10-jährige Kind und der zweite war 9-jährige Kind. Und die haben ein Spiel gespielt. Welches Spiel haben sie beim Rabbi gespielt? Haben sie gespielt, dass der große Bruder Salman Aaron, der 10-jährige war, verkleidet so wie ein Rabbi. Er sitzt beim Rabbi-Zimmer. Und er spielt wie ein Rabbi. Der junge Bruder, der Shalom Bear, der 9-jährige war, der klopft auf dem Tür, geht rein und er sagt: Herr Rabbi, das war sein Bruder, der war noch 10 Jahre alt, aber sie haben ein Spiel gespielt. Ja, ein Rabbi mit einem Chassid, ein Rabbi mit seinen Schülern. Ein Schüler kommt mit dem Rabbi zu sprechen. So, der junge Bruder sagt seinem großen Bruder: Ich habe letzten Schabbat eine Sünde getan. Was mache ich, dass eine Söhne zu erhalten? So der große Bruder, also eine Kaparat zu erhalten. So der große Bruder, der hat gespielt als Rabbi, sagte ihm: Du musst so und so und so machen. Okay. Tag danach, also die Mutter von die beiden hat dieses Spiel gehört. So, Tag danach hat sie, der junge Bruder, gefragt, also der junge Kind gefragt: Hast du getan, was dein großer Bruder, der Rabbi, hat von dir verlangt? Sagt der Junge: Nein. Hat sie ihn gefragt, aber einen Moment. Aber er in ihrem Spiel, er war doch der Rabbi, der Rabbiner, und warum folgst du ihm nicht? Sagt der junge Kind, und du kannst verstehen, wieso er ist am Ende 10 Jahre oder mehr später Rabbi geworden, sagt er: Mein Bruder ist kein echter Rabbi. Sagt, was bedeutet? Sagt der junge Kind seine Mutter und mit der Empfindlichkeit:
sagt der Junge, weil eine echte Rabbi seufzt, bevor er spricht zu seinen Chassidim, zu seinen Schülern. Eine echte Rabbi seufzt, bevor er sagt, so und so sollst du machen. Und bei ihm war so alles trocken, dann warum soll ich ihm folgen? Genauso war bei Aaron, der Priester, der große Bruder von Moschee. Sprüche der Väter schreibt dorthin, dass Aaron war Ohevet HaBriot Umekarvim LaTorah, dass Aaron hat Menschen geliebt und nur danach hat er sie näher zum Tor gebracht. Das bedeutet, erst wenn du möchtest, die Menschen sollen näher zum Tor kommen, du musst sie erst lieben. Und auch kein Spiel, du kannst kein Spiel machen, ich liebe dir, weil ich will später dir näher zum Tor bringen. Menschen sind nicht dumm, die werden das sofort kapieren. Einfach erst lieben die Menschen. Und danach kannst du mit sie sprechen über Tora, weil sie wissen, dass du liebst sie. Genauso war bei Moshe. Genau, was wir haben früher gesagt. Moshe wollte keine Kritik an sein Volk geben, weil er wusste, dass er sie nicht überzeugt hat, dass er liebt sie. Ist egal, Moshe liebte sie 100%, ich bin sicher. Aber die Menschen haben das nicht verstanden. Weil die wussten, dass sie sterben hier in der Wüste. Die kommen nicht in Land Kanaan. Davor Moshe hat verstanden, das bringt nichts, etwas zu sagen. Er kann sagen, aber das wird neben dem Ohren laufen. Ja. Genauso wie bei Aaron auch. Von wo haben Aaron und Moshe das verstanden? Die haben das beim Gott selbst gesehen. Was bedeutet beim Gott selbst gesehen? Wenn Volk Israel war noch in Ägypten, Gott hat von sie nicht verlangt, die Tora zu erhalten oder zu akzeptieren. Er hat sie gesagt, ich nehme euch später. Aber wenn die in Ägypten war, noch, er hat von sie nicht verlangt. Trotz das war eine verrückte, eine große Assimilation zwischen den Juden und den Ägypten. Gott hat von sie am Anfang nichts verlangt. Er hat erst sie gezeigt, seine große Liebe an sie. Er hat sie rausgenommen aus Ägypten. Die waren Ägypten-Sklaven. Er hat sie rausgenommen. Mit großen Wunders. Er hat sie durch Rotes Meer mitgenommen. Nur danach hat er von sie gefordert. Die sollen ihr Leben ganz ändern. Und dann hat er sie die Tora gegeben. Aber das nur danach. Nachdem dass er hat sie überzeugt, dass er liebt sie. Weil er hat sie beweist. Er hat sie rausgenommen aus Ägypten. Und so weiter. Da konnten sie. Da konnte er von sie verlangen. Und ehrlich zu sagen, das sieht man bei der Geschichte von Rote Kuh. Ich weiß nicht, ob Sie wissen. Kennen Sie die Geschichte mit Roten Kuh? Ich will nicht jetzt wiederholen, das ist eine lange Sache. Aber es gibt so eine Mitzwa in der Tora, das ist eine unlogische Mitzwa. Wenn ein Mensch ist unrein, auch Unreinheit ist unlogisch, dann, und in der Tempel kann man reinkommen, nur wenn du bist rein. Und wenn Tag früher waren sie in Friedhof, bei einer Beerdigung, du bist sofort unrein. Da kannst du in den Tempel reinkommen. Dann nimmt man einen Teil von Rote Kuh, nimmt man Rote Kuh, man verbrennt sie und dann von die Asche mit Wasser legt man auf dir ein paar Tropfen und dann bist du rein. Und dann kannst du reinkommen in den Tempel. Also musst du 7 Tage warten. So. Auf diese Sache, ich will nicht jetzt diskutieren viel über den, aber über diese Mitzwa, König Salomon schreibt in Kohelet, Kapitel 7, Vers 23, schreibt er, dass er hat versucht, das zu verstehen und er hat nicht geschafft. Das bedeutet, König Salomon, der klügste Mensch aus der ganzen Welt, hat alle Gesetze, noch viele Gesetze, die unlogisch sind, sagt König Salomon, ich habe alles verstanden, aber es gibt eine, die ich habe nicht verstanden. Das ist dieses Gesetz von der Rote Kuh. Was bedeutet? Was war für ihn unlogisch hier? Die Sache, was war bei ihm unlogisch, bei dem Mitzwa von dem Rote Kuh? Es war, und das glaube ich viele von euch wissen nicht, durch die Asche von dem Rote Kuh ist der Mensch rein geworden. Aber in demselben Moment, der Priester, also hat auf ihn ein paar Tropfen hingelegt, der ist sofort unrein geworden. Bedeutet,
Dieselbe rote Kuh, die ist Quelle von Hoffnung geworden für diesen Mensch, der unrein war. Automat macht er, der Priester, bringt er ihn in einen Status von Unreinheit. Es gibt natürlich einen Unterschied, weil der Mensch, der in Beerdigung war, muss 7 Tage warten. Und der Priester, durch dem, was er liegt, ein paar Tropfen auf dem Mensch, wird er auch unrein werden, aber er muss nur 1 Tag warten. Aber das hat König Salomo nicht verstanden. Wie kann sein, dass der Priester, der jetzt beschäftigt sich mit einem Thema, einen anderen Mensch rein zu machen? Ein Mensch, der unrein ist, er macht ihn jetzt rein. Wie kann er auch unrein werden im selben Moment? Aber im Prinzip ist es fast dieselbe Sache, was wir haben jetzt gerade gesprochen. Du kannst niemanden verbessern, du kannst niemanden heilen, wenn du wirst nicht ein Teil von dem Problem sein. Was bedeutet, du kannst nie einen Mensch reinmachen und du bleibst auf dem Sofa und du gibst ihm Tipps, du gibst ihm Idee. Ja, das ist dein Problem, ja, musst du so und so und so machen. Eine Kritik, eine Form Menschen sauber zu machen, eine Form Menschen heilen, ist nur, wenn der andere, der Kohen, der Rabbiner, egal wer, der Mann, der Frau, kommt rein in dieselbe Problem. Tut ihm weh, die Schmerzen von der andere. Und wenn der andere versteht das, dann akzeptiert er das. So, zum Schluss werden wir sagen, Herr Rabbiner, was sollen wir ja morgen machen? Ja? Oder was sollen wir heute Abend machen? Ja, meine Frau oder mein Mann hat einen großen Fehler getan. Erst Kritik, wir sehen von Moschee. Es gibt eine richtige Zeit, die geeignet ist. Nicht jede Sekunde, nicht jede Minute ist geeignet für Kritik. Und wie gesagt, das kann nur kommen, nur nachdem, dass sie haben etwas gut getan, der andere, und die haben ihm Liebe gezeigt. Und wie gesagt, sie müssen immer erst mit positiven Wörtern anfangen. Bei Moshe selbst, beim 5. Buch Moses, wir haben gesagt, am Anfang, er nennt die geografischen Orte, und wir haben am Anfang vom Vortrag gesagt, dass die mit dem geografischen Orte wollte er nennen, die Menschen zu sagen, erinnern Sie, was Sie haben dorthin getan. Später fängt dann Moshe schon die ganze Sünde zu erklären, was haben die Menschen getan mit ihm, mit dem goldenen Kalb, mit den 10 Kundschaften und so und so und so weiter. Aber das hat er gesagt, nur nachdem, dass er hat am Anfang die Sünde kurz genannt. Mit dem wollte er zeigen, seine Liebe an sie. Er will nicht die Sünde deutlich sagen. Verstehen Sie, wenn ich komme zu meiner Frau, wenn ich komme zu meinem Mann zum Beispiel, und ich sage, ich gebe sie ein Signal, und die Frau ist klug, und sie weiß sofort, über welche Fehler, über welche Sünde meine ich, dann sagt sie, mein Mann liebt mir. Er will nicht deutlich sagen, meine Fehler. Und wenn danach, er fängt nicht sofort mir zu schimpfen. Und auch wenn danach wird er mir erklären, was und wie wir diskutieren über diese Fehler, ich werde das akzeptieren. Ja? So, das müssen wir versuchen. Erst Kritik, die richtige Zeit, nicht jedes Mal, nicht wenn es heißt 38 Grad draußen. Richtige Zeit, das gibt's. Zweitens, immer nur nachdem, dass sie haben der andere überzeugt, dass sie lieben ihn. Wie gesagt, es reicht nicht, dass du liebst ihn. Er muss das Gefühl haben, dass so denkst du über ihn. Nur danach kannst du ihm Kritik geben. Und wenn so, werden sie viel, viel Erfolg haben. Aber ich wünsche euch, dass sie immer in eine gute Beziehung haben.
Sie soll nie eine Kritik müssen geben. Aber wenn schon, ich hoffe, dass diese Stunde heute hat euch geholfen, wie soll man eine Kritik an andere geben. Bleiben Sie gesund, danke für die Vertrauen und alles Gute.